Mit dem Schulbeginn starten ebenfalls zahlreiche pädagogische und psychologische Projekte. Die sollen an den Schulen den Unterricht vertiefen und die gestiegenen pädagogischen Anforderungen an die Schulen erfüllen. Bei den Kiwi-Projekten etwa werden Gleichaltrige, sogenannte Multiplikatoren, zur Beratung in Suchtfragen eingesetzt. Natürlich eingebettet in das Schulumfeld, Eltern natürlich eine große Rolle, Lehrer, Vertrauenslehrerinnen und Lehrer, aber eben gerade, was sehr effektvoll ist, wenn man mit Gleichaltrigen auf gleicher Augenhöhe sozusagen zu diesem Thema, zu diesem schweren Thema reden kann, das bringt sehr, sehr viel, ja. Etwas früher setzt das Projekt Faustlos an. Bei dem sollen Kindern im Vor- und Volksschulalter gewaltlose Konfliktlösungen angelernt werden. Das Programm ist so aufgebaut, dass 47 verschiedene soziale Verhaltensweisen hier dargestellt werden, mit den Kindern durchbesprochen werden, dass Rollenspiele gemacht werden und dass alles das, was in diesen 47 Lektionen, die sich über 4 Jahre erstrecken und immer wieder auch wiederholt werden, alles das, was ich in diesen 47 Lektionen lerne an neuen Verhaltensweisen, ich dann in der aktuellen Klassen- und Lebenssituation dann auch mache. Gerade bei längerfristigen präventiven Projekten wie Faustlos und Kiwi ist die Finanzierung nicht immer einfach. Für diese Aktionen spendeten die Herausgeber der Stille Nachtmäuse 2500 Euro. Grundsätzlich betrachte ich Geld von außen über Sponsortätigkeiten oder auch über Mäzenaten als positiv, weil es nicht ein Zeichen einer Mangelwirtschaft, einer Mangelsituation ist, sondern ein Zeichen oder eine Chance bietet, die Schulen gestalterischer, kreativer und autonomer werden zu lassen. Sie können sich durch Gelder von außen, durch ein Schulsponsoring unter Umständen Projekte zukaufen, unterrichtserweitern zukaufen, die sie sonst den Kindern nicht anbieten können. Bei der Wahl der Sponsoren ist man laut Gimpel durchaus wählerisch. Größere Konzerne mit unterrichtsfernen Interessen sollen vorerst noch ferngehalten werden. Ein gelbes M wird in den Schulen also vorerst noch nicht zu sehen sein.